Schlag auf Schlag geht es heute weiter mit einem neuen Fenster vom Fasnachtskalender. Unser Gast ist heute ein Basler Stadtoriginal, der Minu. Und hinter mir ist das Weihnachtshaus von Minu und würde sagen, da gehen wir jetzt zusammen rein. Also, bleibt dran und kommt mit. Herzlich willkommen zu einem neuen Fenster vom Kannibalen Fasnachtskalender 2022. Heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns, nämlich den Minu. Und wir dürfen sogar in Minus im Weihnachtshaus sein. Und da freue ich mich ganz besonders, dass er sich auch Zeit genommen hat für uns heute. Und sage herzlich willkommen, lieber Minu. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt wollen wir mal schauen, was da alles kommt. Ja, das ist alles ganz problemlos. Es gibt nichts, was also ich habe mich für euch extra in Rot gemacht. Das ist keine politische Aussage. Einfach, dass es immer gut kommt im Fernsehen. Das kommt auch, steht auch super. Also gut, super. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe dich als Stadt oder als Basler Stadtoriginal angekündigt. Aber ich glaube, du hörst das nicht so gerne. Nein, das also das heisst nicht, dass ich es nicht gerne höre, aber ich finde mich einfach alles andere als originell oder als ein Original. Was hättest du können sagen, Stadtschwuchteln oder was weiß ich. Aber original, also original heisst, kommt ja von Origo, also von Ursprung. Und ich finde mich jetzt ausgesprochen nicht so witzig, sondern viele Leute sagen ja, ich schreibe witzig. Aber das heisst noch lange nicht, dass du originell bist. Also, ich finde zum Beispiel die Hexen originell. Ja. Oder die, die das Golette Greta ist originell. Aber ich habe die Begabung leider nicht. Original heisst vielleicht auch ein bisschen stadtbekannt. Sehr stadtbekannt, das bist du ja. Ja, das will ich. Wen würdest du als Stadtoriginal bezeichnen? Also, es hat schon, also früher ist sicher der Blumenfritz ein Stadtoriginal gewesen. Und es hat ganz früher noch natürlich noch einen Haufen Sorten gegeben, die die Stadt geprägt haben mit ihrem Witz und ihrer ganz besonderen Art. Aber für ein Original, und das finde ich eben auch, müsste ich ja eigentlich immer in dieser Stadt sein. Mhm. Und das ist bei mir nicht der Fall. Wir sind ja, also bis jetzt, bis der Christoph krank geworden ist, sind wir jedes Jahr mindestens 7 Monate in Italien gelebt. Mhm. Wo mich natürlich keine Sau kennt als Minu. Also, das hört ja einer schon einen am Pötzberg auf. Nicht? Was ja auch ein Stück weit auch mal gut tut. Das ist sehr schön und das genieße ich auch. Darum bin ich eigentlich weg nach Italien, damit ich ein bisschen Schnuff habe. Ja. Vor kurzem hast du die Vernissage von deinem neuen Buch «Innocent & Co.». Beschreibst die letzten 3 Jahre so ein bisschen von eurer Beziehung. Ist das eine Liebeserklärung an Christoph? Das ist es nicht. Ich brauche Christoph keine Liebeserklärungen mehr machen. Ich habe es ein Leben lang gemacht. Es ist nie etwas zurückgekommen. Erst jetzt. Also was, jetzt kommt das ganz langsam. Sucht er schon sehr viel Nähe. Aber nach 53 Jahren hast du keine Liebeserklärungen mehr. Aber wir haben so lange zusammen gelebt und wir haben noch so viele Geschichten und einfach unsere die ganze Story ist halt zusammen. Und ohne ihn hat es das gar nicht gegeben, mein Leben. Das muss ich sagen, er hat mich schon auch sehr unterstützt im Schreiben und so. Und darum habe ich dann gefunden, jetzt wird ich mal, das heisst, ich habe nicht gefunden, der Verleger hat gesagt, los, du hast so viele Geschichten über eure Ehe, die ja keine Ehe ist, sondern einfach eine Zweierkiste. Mach jetzt einfach so ein Jahr durch das Zweierkistenjahr. Das habe ich gemacht. Wie hat er reagiert, wo du jetzt erst mal mit dieser Idee kommst? Er hat gesagt, das hätte jetzt das müssen sein. Er hat gesagt, ja, das hätte jetzt müssen sein. Aber er war insgeheim schon sehr stolz darauf, was dann gut rausgekommen ist. Und wenn man gesehen hat, dass wir in der Bestseller-Sinne, dann ist er ganz happy. Wie haben wir euch denn kennengelernt? Christoph habe ich kennengelernt in der Kunsthallenbar. Das ist aber also jetzt etwa 53 Jahre her. Dort hat die Kunsthalle noch eine extra Bar gehabt. Und ich bin
in einem Schottenrock, wenn wir im Casino haben auftreten von der Lally. Und die Kostüme waren Schotten. Mhm. Bin ich in die Kunsthallenbar überrascht über die Strasse und habe dort einen geschnappten Schäbböden gesehen. Und dann haben wir so einfach schwätzen und dann habe ich genau gewusst, der will ich. Also ich habe so viel schon dort rumgebumst und rumgefühlt. Ich war also dort vielleicht 22 gewesen und bin recht wild rumgeflotet. Und dann habe ich gefunden, nein, das ist jetzt ist hässlich gewesen, er ist dünn gewesen. Er war überhaupt nicht appealing gewesen. Aber er hat mich fasziniert, als er mit mir geredet hat. Ich habe gemerkt, dass er erstens ist er gescheit und zweitens, das ist wie ein Fels. Also so etwas brauchte ich eigentlich. Ich wollte jetzt nicht mehr das ewige Rumstromen. Und so hat das angefangen. Lustigerweise bei beiden auf nicht einem riesigen Feuer, sondern es war von mir aus gesehen, eine Beziehung war, die ich gebraucht habe, wenn ich etwas ganz Sicheres wollte um mich herum. Und von ihm aus gesehen war es ein Ausbrechen aus seiner Hetero-Gesellschaft. Er ist nie zu seinem Schwulsein gestanden. Und irgendwie konnte ich ihm da helfen. Und ihn einfach dann in die andere Welt gezogen, wo er Angst hatte davor. Und das war auch schwierig. Und ich habe dann auch gewusst, ich habe eine Wahnsinnsverantwortung, weil ich nehme ihn in ein ganz anderes Leben, das viel schwieriger ist, als wenn er einfach sein Hetti-Leben gelebt hat. Und es gibt ja sehr viele Männer, die das machen, die das einfach verdrängen und dann ihre Familie haben und alles. Und das war bei ihm auch so geworden. Und das hat er mir immer gesagt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir mein Leben ermöglicht hast. Manchmal braucht es so halt jemanden, der einen zieht. Und das ist aber von beiden Seiten ist es einfach so, wir haben einander toll gefunden, spannend, aber es war jetzt nicht ein Wahnsinnsfeuer. Und dann so nach vielleicht 20 Jahre weiss ich noch, er hat sehr viel im Ausland geschafft, ist ja Anwalt. Und dann war er weg gewesen. Und ich bin an einem Morgen verwacht. Dann habe ich gedacht, Gott, wo ist jetzt der Christoph? Der hast du gewusst, er ist weg. Aber von mir habe ich das erste Mal gespürt, es ist wirklich etwas, was Liebe ist. Also ich vermisse ja den. Und dann habe ich gemerkt, da ist etwas gewachsen. Und ich glaube eben, dass die sogenannten arrangierten Ehe oder die Ehe, die auf Vernunftsbasis gehen, wie sie in den alten Baselhäusern und so ist, oder in jüdischen Familien oder im Islam ja auch, so schlecht ist das nicht. Weil es ist eine Basis da und dann fängt es an zu wachsen und plötzlich lodert das für. Und ich denke, es ist das Geheimnis von einer langen Beziehung, dass man nicht gerade auf dem Höchstfeuer anfängt, weil das Höchstfeuer geht ja nur nach da. Und da ist es einfach immer wieder ein Schied draufgelegt. Was dann auch viel intensiver ist. Ja. Du hast unzählige Bücher geschrieben. Gibt es denn eins von diesen Büchern, wo dein Lieblingsbuch ist? Jetzt das vermutlich. Und nein, also das finde ich jetzt einfach ein sehr gutes Buch. Das ist es. Aber das Lieblingsbuch ist sicher die Rosa Seekuh. Das ist das vorletzte. Das habe ich 3 Jahre gebraucht. Die meisten Bücher, weißt du, wenn ich schreibe, das hier, sind ja Geschichten, die irgendwo in einer Zeitschrift mal oder in einer Zeitung gekommen sind. Und dann sammeln sie meine Verleger. Und dann habe ich daraus ja das Material und dann ich es umschaffen und mache dann ein Buch daraus. Bei der Seku war das anders. Da hatte ich gar nichts. Und musste von A bis Z neu aufspinnen. Und ich wusste, ich kann das nicht im Umfeld von Basel machen oder auf der Insel. Weil auf der Insel ist es ein bisschen ähnlich wie hier. Ich bin zwar dort nicht der Mino von der Zeitung, aber ich bin dort der Seniore. Und alle wollen etwas und kommen. Wir leben total allein, aber es kommen alle. Irgendwann, an einem Morgen, kommt einer rein, geht es Platz. Also ich habe keine Ruhe.
Und dann habe ich zum Christoph gesagt, so, jetzt gehe ich in eine deutsche Stadt. Und das war mir eben auch wichtig, wegen der Sprache in Italien. Weißt, kann ich immer das geben, Italienisch, schwätze ich Italienisch und schreibe mir sie in Deutsch. Und du kannst ja einen Spruch verlieren. So. Und ich habe einfach eine Stadt gesucht, die deutschsprachig ist. Und wo ich keine Bezüge habe, wo niemand kommt und so. Und das war dann Wien. Ich habe zuerst Berlin gedacht, aber Berlin hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich nach Wien und Wien war dann toll gewesen. Und dort hatte ich dann 3 Jahre eine Wohnung und habe dort das Buch geschrieben. Und darum habe ich wahnsinnige Beziehungen dazu. Christoph ist auch immer gekommen. Und so ist die Seekuh gewachsen und darum ist es wahrscheinlich wegen dem Lieblingsbuch. Ist Schreiben ein bisschen wie ein Therapieverdrieb? Schreiben ist für die meisten Leute... Oder therapeutisch? Nein, das ist schon recht. Das ist also gerade im jetzigen Moment, was ja eigentlich was ist, nicht so wahnsinnig gross geht, ist Schreiben von mir etwas, wo ich in meine eigene Welt absteigen oder aufsteigen und vergessen. Ich bin dann 2 Stunden lang an Geschichten und am Denken für meine Welt. Und das hilft schnaufen. Und nachher kommst du wieder zurück und dann hast du wieder den Alltag. Du bist in einer politischen Familie aufgewachsen. Ja. Politiker hast du nie werden wollen. Oder bist du auch nie da reingedrängt worden, ein bisschen? Nein. Doch, natürlich bin ich reingedrängt worden. Aber wenn du in einer politischen Familie aufwachst, wirst du nie Politiker, das sagt er. Meine Mama ist rechts, also rechtsgestanden, ist liberal gewesen. Und mein Papa ein SPler, Gewerkschaft, also ganz links. Und dann sind die Mittagessen sind einfach immer Ping-Pong gewesen. Also das Kind ist gar nicht beachtet worden. Vielleicht hätte ich auch mal gerne etwas gesagt von der Schule. Das ist nicht interessant gewesen. Und dann haben sie gesagt, so, ja, es ist jetzt gut, bleib still. Und dann hat meine Mama immer gesagt, also, du wirst Lehrer und dann kommst du zu uns in die Partei. Und mein Papa hat gesagt, du wirst Bundesrat und bist von meiner Partei. Oh, ja, habe ich immer gewusst, das will ich nicht. Ich will Balletttänzer werden oder Opernsänger werden. Also irgendetwas Theatralisches. Das haben ja alle Kinder, dann wahrscheinlich vor allem Mädchen, wenn das Buben wollen Fußballer, das bin ich Gott sei Dank, das Spiel habe ich nicht gehabt. Ich habe gelesen, dass du selber in der Nationalzeitung in der Börsenabteilung geschafft hast oder angefangen hast. Ja, also das ist so gewesen, aber es ist ganz verständlich gewesen. Also ich habe ja Journalistenschule gemacht, das ist die erste Journalistenschule, die es gegeben hat in der Schweiz. Und das hat der Hagemann, der Verleger von der BAZ, also der Nationalzeitung natürlich, hat das ins Leben gerufen. Und dann haben die 12 Besten hat man genommen. Und ich habe das noch vor der Matur, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Und das war eigentlich gar kein Problem gewesen. Die haben mich genommen, aber ich musste dann eine Matur haben. Ich bin dann durch die Matur gefallen, also da wegen dem Techtelmechtel mit meinem Chemielehrer. Und dann durfte ich aber gleich dürfen dann gehen. Entschuldigung, wenn ich lache. Ja, das mache ich, das ist normal. Und dann hat der Hagemann dann am Schluss von der Schule haben sie 2 behalten. Eins war der Schaller, der Toni Schaller. Der ist nur der Chef vom Schweizer Fernsehen geworden. Und mich, aber Job hast keine gehabt. Es hat schon dort keine Job-Journalisten gehabt. Das waren alles besetzt gewesen. Und in der Börse war es frei gewesen. Und dann musste ich also eine Börse machen. Das hat mich angeschissen. Naja, wirklich, ich habe es gar nicht verstanden. Aber ich habe es mit der Zeit gemerkt, wie es läuft. Und dann haben sie mich rausgehauen dort. Das habe ich dann selber gesehen, wo sie ins Rat von meiner Stelle in der Zeitung ausgeschrieben haben. Ich wusste, jetzt muss ich etwas Neues machen. Dann habe ich den Klatsch gemacht. 1969 ist die erste Klatschspalte rausgekommen. Was ist denn gegangen? Ja, einfach, ich habe gewusst, jetzt das immer wieder bei der Fasnacht. Der Klatsch ist für mich eigentlich der Kick, dass ich Klatsch gemacht habe, war Fasnacht. Ich habe beobachtet, dass die Leute an die Laterne, dort hat es ja die Laternenausstellung noch nicht gegeben, aber wenn sie Laternen angeschaut haben, vor allem die Glicken-Leute,
haben sie nie die Laterne vom Künstler angeschaut, sondern die Seitenwände, wo so der Klatsch über, über die Glitte drin war. Das hat sie interessiert. Dann habe ich gewusst, ich muss einen Klatsch machen, der absolut provinziell ist, der so nah bei den Leuten ist, dass der nächste Bäcker oder der nächste Metzger drin vorkommen kann, dass jeder sich drin kennt. Das war natürlich wahnsinnig kleinkariert und provinziell, aber ich wusste, das haut, das wird hauen. Und dann habe ich das Contre-Cœur von der ganzen Redaktion, das waren ja alles Männer, die haben ja getobt. Ich sehe das heute noch, ich habe mir so vorstellen, also mein Verleger, der alte Hagemann, das ist der Grosspapa von Matthias, von dem, wo der Basilis gehört. Und dann hat die Mitralte gekommen und hat gesagt, ja, das machen wir. Wir müssen es jetzt einfach den Herrschaften verkaufen. Und die Herrschaften waren natürlich Gift und Galle und haben gesagt, ja, das kommt gar nicht in Frage. Das ist ja unter jeder Sau, das ist kein Niveau. Und das, wo ist der Journalismus? Und so, nein, es kommt nicht in Frage. Und dann war eine riesige Aufregung an dem Redaktionstisch. Und dann hat der Hagemann gesagt, also, eine Spalte, die noch nicht einmal erschienen ist und kann so eine Aufregung auslösen, das ist das grossartig und das kommt. Ja. Und dann ist es gekommen. Und hat auch eingeschlagen. Hat sofort eingeschlagen, ja. Du hast ja einen unglaublich direkten Schreibstil. Auch, wir haben sie auch gehört jetzt, auch redisch auch sehr direkt, was ich irrsinnig finde. Hat das nie im Chefredakteur Chalmers Rötti ins Gesicht gehauen? Und also, sagen, oh, du darfst nicht so schreiben und du darfst nicht Schlampe sagen und du darfst nicht Bumsen sagen oder was auch immer. Das ist sicher, alle Chefredaktoren, die ich hatte, haben getobt und haben gefunden, also das geht nicht und so. Aber ich hatte wirklich tolle Verleger gehabt. Also vor allem die Verlegerfamilie Hagemann, die ist einfach immer hinter mir gestanden und hat gesagt, also die Lehrer haben zum Beispiel protestiert und haben gesagt, so kurze Sätze kann man nicht machen und das geht kein Satz ohne Werk und das geht nicht. Und dann, ist der Hagemann gestanden und hat gesagt, doch, weil die Lehrer haben behauptet, ihre Schüler würden jetzt einfach so schreiben. Und heute schreibt man ja so im SMS-Stil. Das habe ich vor 50 Jahren schon die kurz gemacht. Ich habe immer gesagt, ein Satz darf nicht über 5 Worte haben. Sonst lesen die Leute nicht. Das darf keine. Thomas Mann ist für mich heute ein wunderbarer Poet und Dichter. Aber eigentlich sind seine Sätze wirklich viel zu lang. Da könntest du sie in 4 Sätze machen. Und der Hagemann, zuerst der Grosspapa, dann der Papa und dann auch der Matthias, also der Sohn, die sind immer hinter mir gestanden. Und das, wenn, sie haben mir Drogen gestellt und es ist ja dann auch so gekommen. Ich meine, ich habe alle Chefredaktoren gesehen, kommen und wieder gehen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, und sie haben immer zuerst mich gefragt, was meinst du zu diesem Chefredakteur? Und ich sagte, das ist mir doch gleich, wer unter mir Chefredakteur ist. Das ist wird eh wieder gehen. Das habe ich genau gesehen. Sie kommen und sie gehen, sie kommen und sie gehen mit dem Hadelabli, sie kommen und sie gehen. Du hast Kochsendungen gemacht, du bist im Radio zu hören und im Fernsehen zu sehen, du hast unzählige Bücher geschrieben. Was von all diesen vielen Sachen hat dir denn am meisten Spass gemacht? Also kochen sicher nicht, das hat mir nie Spass gemacht. Das war ein bisschen ähnlich wie der Klatsch, das waren auch Muss-Sachen. Also vom Klatsch allein konnte ich auch nicht leben. Dann musste ich eine zweite Spalte haben und dann habe ich halt eine Kochspalte gemacht. Das war die erste, die es überhaupt gab in der Schweiz. Kochen war kein Thema in den Zeitungen in den 60er Jahren. Das ist nicht stattgefunden, 70er Jahre nicht. Weil die Zeitung, muss man einfach sehen, ist dort ein totales Männer ein Männermonopol gewesen. Es hat gar keine Frauen gegeben. Wenn eine Frau gewesen wäre, die hätte das vielleicht dort schon gebraucht. Heute nicht mehr, weil Frauen heute nicht mehr kochen. Aber dort wäre das gewesen. Kocht der Mann wieder. Und dann habe ich auch gewusst, das hält. Also für das habe ich immer eine Nase gehabt. Ich habe gewusst, was die Leute gerne haben. Und dann habe ich halt einfach die Leute, Frauen angerufen, Hausfrauen, und gesagt, was kochen sie zum Mittag? Und dann haben die mir das am Telefon gesagt und dann habe ich das Rezept gebrochen. Das ist auch sofort der Hit gekommen. Dann bist du aber automatisch ins Schublädchen
Kochen gesteckt worden hat. Die Schweizer Illustrierte, wenn sie etwas haben wollen, über Kochen, oder entweder über Kochen, über Schwul oder über Basel, Teig, in diesen drei Schubladen bin ich gesteckt in der Schweiz. Und stecke ich natürlich heute noch, wenn die drei Themen kommen. Können wir Telefon und dann zu mir. Aber das ist ja vielleicht also das Erfolgsrezept. Auch die Glattspalte, das will man lesen. Man kann sich identifizieren, man hat den gleichen Spruch. Auch beim Kochen, man tut die einfachen Menüs kochen, nicht durch das wilde Zeugs, was es da gibt. Ich sage jetzt mal die meisten von den Leuten. Und meine Frau hat gerade vor zwei Wochen einen Klöpferweihen gemacht. Und ich habe gesagt, das ist sehr gut, wo hast du denn das Rezept her? Dann sagt sie so, Minu. Und ich so, eben genau das, oder? Und das ist ja auch der Erfolg, oder? Weil es eben so einfach und so einfach ist. Oder? Ja, und ich habe auch meine geniert. Eben so, wenn ich mich in der Sprache nie geniert habe, habe ich mich auch nicht geniert beim Kochen, schon Produkte zu nehmen, wo ich zum Teil fertig war. Ich habe also auch mit Büchsenravioli Sachen gemacht. Ich habe es einfach abgeändert. Aber ich wollte mit diesen Kochsendungen und mit dem, was ich jetzt immer noch mache, oder mit dem, was wieder kommt, ich wollte Sachen zeigen an junge Leute, die nicht selber am Herd stehen oder die auch keine Zeit haben. Und sehr viele Einzelleute, die es stinkt, von sich allein etwas zu machen. Dass du kannst mit Fertigprodukten innerhalb, weil wir für so ein Rezept nicht länger dürfen haben als 10 Minuten. Also, dass du kannst in 10 Minuten, wenn du die Fertigprodukte hast und die ein bisschen veränderst, kannst du super Sachen machen. Wenn du jetzt so auf die letzten 30 Jahre von deinem Arbeiten zurückschaust, was hat sich für dich am meisten verändert? Ja, der Journalismus hat sich natürlich galoppierend verändert. Es ist... es wird wahnsinnig einfach nur noch auf die Quote geschaut, ob es jetzt im Fernsehen... du bist noch gut, wenn du hohe Einschaltquoten hast. Und das ist leider der Qualität ab. Das ist sicher nicht gut. Finde ich wahnsinnig schade. Du hast ja keine Zeit mehr, lange Sachen zu machen. Weil man sagt, es ja sofort raus. So. Du kannst gar nicht mehr reflektieren. Und das bringt dann halt auch wahnsinnig viele Falschmeldungen. Und dann kommen ja noch die Social Medias dazu, wo jeder sich drin kann hängen. Also insofern hat sich das sehr verändert. Darum bin ich eigentlich auch glücklich, dass ich jetzt ein alter Stiefel bin. Dass ich nicht unbedingt, wenn ich jetzt am Anfang wäre, wüsste ich gar nicht. Ich wüsste mit meinem Wissen nicht, wo ich durch müsste. Die Jungen können das besser. Die wachsen ja mit diesen Medien auf und können das vielleicht besser. Ja, aber aus alten Pfannen lernt man ja trotzdem immer wieder kochen. Oder? Das sagen alle. Ja, aber das ist doch so. Also stimmt es nicht? Nein, brauchen wir meine Freunde. Aber was so das betrifft, oder? Es ist nicht immer alles toll, was jung und originell und modern ist. Ich finde eben die alten Sachen eben auch genauso spannend. Das ist einfach, also was es ganz klar ist, ist, doch im heutigen Journalismus fehlt Substanz und Basis. Sie haben besseren Umgang mit Spruch. Also das, wenn du so blöd schreibst wie ich oder eben so die ganz eigenen Kommunenstil hast, kannst du das nur machen, wenn du sehr eine starke Basis hast. Das ist wie beim Ballett, das sieht alles sehr einfach aus, aber du hast hinten dran 7 Stunden am Tag Training, damit es dann so leicht aussieht. Und das fehlt heute bei den Jungen. Sie kommen und wollen einfach gerade eine Sendung machen oder eine Kolumne schreiben und so. Sehr oft geht es halt dann schief, weil halt doch die Basis fehlt. Wir haben es, bevor wir angefangen haben mit dem Interview, haben wir es von Lampenfieber gehabt. Ich habe ja ein sehr starkes Lampenfieber. Eigentlich auch nach 40 Jahren Fasnacht immer noch. Ich mache fast alle wahnsinnig vor meinem Auftritt. Das legt sich irgendwie nie bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Wie ist das bei dir? Du bist so viel in Sendung, im Fernsehen, im Radio, auf der Bühne. Kennst du das Wort Lampenfieber überhaupt? Ich habe es selten gehabt.
das, was du jetzt gesagt hast, an der Fasnacht, habe ich es auch immer gehabt. Das ist komisch, oder? Das ist verrückt, ja. Also wahrscheinlich ist die Emotion für die Fasnacht einfach viel stärker als für einen Auftritt im Theater oder im Fernsehen. Dort habe ich wirklich, vor einem Morgenstreich und so, da habe ich wirklich gebebt. Ich weiß noch gut, bei der ersten Fernsehsendung, Tele Basel, die haben mich einfach wirklich ins kalte Wasser gejagt. Und da habe ich schon auch gedacht, ja Gott, wie mache ich es jetzt da? Aber richtig Lampenfieber habe ich nicht gehabt, nein. Gibt es ein bestimmtes Ritual, das du vor einer Sendung machst? Nein. Aber das ist auf mich zu. Nein, das ist alles auf mich zu. Das ist das Beste, glaube ich. Das Natürlichste dann. Gibt es eine besondere Anekdote oder eine witzige Anekdote, die du mal erlebt hast bei einer Berner Kochsendung? Abgesehen davon, dass du mal etwas abfragst. Ja, das ist wirklich abfragt. Die allererste Kochsendung, die ich gemacht habe, also das Telebasel jetzt noch gar noch nicht gegeben. Das war für das Karussell. Das war einmal eine Sendung, die der Aspi hatte. Das Karussell, das ist ganz lange her. Uralt. Und dann ist bei ihnen der Koch ausgefallen. Die hatten so eine Feuerobensendung und dort ist der Andi Morel, ein Basler, ein guter alter Basler, der das sehr gut gemacht hat, ist krank geworden und dann hat man den Aspi angelegt und gesagt, lass du mich kochen machen, mach irgendetwas. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich komme, mache ich Gnocchi. Und dann haben die, ich weiss noch, Gnocchi Giuseppe wäre. Dann bin ich gekommen und ich habe aber wirklich vom Fernsehen keine Ahnung, ich habe nie auftreten als so im Fernsehen. Ich habe wirklich dort nur geschrieben. Und dann bin ich da so vor ein Herd gekommen und habe gelernt, was ich jetzt hier mache. Und dann mir Gnocchi kommen ja dann ins kochende Wasser und mir dann raufgehoben. Und dann habe ich gezeigt, wie man die Gnocchi macht und wie man sie rein ins Wasser und so. Dann habe ich gesehen, dass der Herd eine Attrappe ist, dass das gar nicht kann funktionieren, nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss ihr jetzt zeigen, dass die Aufgabe mit dem Keller so gemacht habe, dass es direkt aus der Pfanne kommt. Und das ist also, dann habe ich gesagt, das ist ein Seil, dass ihr hier mit der Pappe kocht. So kann man nicht kochen. Und das war meine allererste Sendung. Das vergesse ich nicht. Und der Rest bin ich auch nicht. Wir erzählen es immer. Okay. Willst du überhaupt noch von jemandem zum Essen einladen? Oder, also nicht falsch verstehen, sondern weil du eben so ein guter Koch bist. Das bin ich ja nicht. Ja, aber die Leute das meinen ist das. Ja, aber die Leute sind dumm. Wieso merken denn die das nicht? Ich habe nie können kochen. Und ich koche nicht gern. Ich habe einfach mit. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Kolumne geschrieben, der kommt wahrscheinlich noch vor eurem Kalender. Dass ich immer getrickst habe, das hat mir schon meine Mutter beigebracht. Also meine Mutter hat genauso schlecht gekocht wie ich. Aber sie hat können einen Huhn, hat sie in den Arsch rein Rosmarin tun und hat dann den Rosmarin besprayt mit Puderzucker. Ich konnte ihn nie fressen. Und dann ist das Huhn wahnsinnig schön auf den Meissenteller gekommen, also auf der Platte gekommen. Und oben im Rücken hatte es so eine Düse, wo dann ein Feuerwerk abgeladen hat. Jesus, Lotti! Das ist einfach unglaublich. Du bist einfach göttlich. Und dann haben sie gesagt, hast du beim Lotti schon das Huhn gegessen? Das ist ja göttlich. Hast du es nicht können fressen? Es war trockener als die Sahara, verstehst du? Aber das Ganze drumherum. Und das ist gut, das habe ich eben immer gemacht. Ich hatte Granditz. Auch an einem von diesen gesponserten Essen, die gesteigert worden sind. Und dann ist sie gekommen und gesagt, Tanja, ich muss dir jetzt einfach sagen, du wirst selten schlecht essen, aber du wirst selten schön essen. Und als sie gegangen ist, hat sie gesagt, es war wirklich kein Highlight in der Küche, aber es war der schönste Tisch, den ich je gesehen habe. Und das ist das Geheimnis. Eine gute Show ist das halbe Leben. Das ist so. Das ist in vielen Belangen so. Und darum, wenn Leute mir auf die Frage zurückkommen, wenn Leute mir einladen, sage ich immer, macht mir Rösti mit Spiegeleier. Das erstens liebe ich, das ist mein Lieblingsessen. Und zweitens habe ich in meinem Leben noch nie rechte Rösti angekriegt.
Also mir die Leute gar keine Angst haben, wenn sie mich einladen. Gut, also, Rösti mit Spiegeleier. Jetzt machen wir aber den Schwenk in die Fasnacht ein bisschen. Und was mich da natürlich am meisten Wunder nimmt, was ist denn dir vorgegangen, wo im 2020 Fasnacht so kurzfristig abgesagt worden ist? Ja, das ist, es ist für mich kein Schock gewesen, weil ich ja schon mit vor etwa 5-6 Jahren gesagt habe, ich schaue die Fasnacht nur noch an, ich mache nicht mehr aktiv. Auch dort kommt öfter mal der Moment, wo du möchtest sagen, jetzt geht es nicht mehr, jetzt schaust du nur noch. Und entsprechend habe ich mich als Chronisten gesehen von der Fasnacht, als ich aufgehört habe zu schreiben, aufgehört hat zu pfeifen, habe ich viel mehr Zeit gehabt, Fasnacht zu sehen. Weil wenn du Fasnacht machst, auch du mit deiner Gucke und unsere Kameramänner als Wägeloch, die sind auf ihrem Weg und haben ihre Grind und du hast die Gucke Grind, aber du siehst immer nur so und ich als Pfeifer habe immer nur so gesehen. Aber wenn das weg ist, dann merkst du plötzlich, dass Fasnacht so wahnsinnig viele Facetten hat. Es so spannend ist, das hat mir die Ärmel reingenommen. Und heute bin ich also wirklich ein passionierter Chronist und Zuschauer. Und wo denn das gekommen ist, mit der, was geheißen hat, es gibt keine Fasnacht, ich habe so etwas geahnt. Wenn ich habe gedacht, das kann nicht sein, sie werden es absagen. Ich habe aber gewusst, es ist ja gleich eine Fasnacht. Auch wenn nichts ist, es ist die Fasnacht. Und ich habe wie jede Fasnacht mein Zimmer in Stuben im Dreikönig. Und ich habe das nicht abgesagt, wenn ich wollte erleben, wie ist jetzt die Nicht-Fasnacht in meinem Umfeld, wo ich sonst immer bin, wie empfinde ich das und habe das können protokollieren. Und insofern war es für mich kein Schock, sondern es war eine neue Aufgabe. Und du hast ja dann auch einen tollen Morgenstreich können. Ja, das war dann wirklich etwas Verrücktes gewesen. Vielleicht sogar wahrscheinlich sogar mein schönster Morgenstreich, wo ich dann in dem Dreikönig raus bin. Hast du einfach fast nichts gehört und nichts gesehen. Sonst kommen wir immer so, dass die Glöckchen von den Nueli, die über die Brücke laufen. Weißt du, die Menschen haben am Morgen drei Nueli immer, weil sie sich darunter können, gut warm anlegen. Und dann hörst du immer das Klappetett von den Glöckchen. Das hat alles ist verstummt gewesen. Dann bin ich gegangen sehr oft ins Gleibass und gehe am Morgenstreich schauen, weil dort ist nicht so ein Druck da und hat eine ganz besondere Stimmung. Und in der Rigas sind alle die Restaurant, wo sonst Shaya-Vaya ist, war alles zu. Und dann hast du die Stiel gesehen auf dem Tisch, das hat er schaurig. Mm-hmm. Also das hat man dann sehr schaffen gemacht. Ja. Und dann ist eine Freundin von mir gekommen und hat gesagt, ich habe gesagt, es ist schrecklich. Sie hat gesagt, los, es gibt einen Morgenstreich, komm mit. Und dann sind wir in das Gässli gegangen, wenn ich jetzt schon danach, das ist schon oft Gässli. Wenn ich nicht mehr weiss, wie der geheissen hat, wo plötzlich einer in der Mitte der Strasse war, aber nicht kostümiert. Und dann hat er geschraubt, und wir waren allein, und hat er gesagt, geschraubt, morgen schreie ich vorwärts. Meistens war es 4 Uhr und es hat geschlagen. Und dann sind da überall die Fenster auf. Und dann hast du dort den Trommler und Pfeifer gesehen, die den Morgenstreich gespielt haben. Also ich sagte, mir ist kalt der Rücken dran gelaufen. Und nur gerade das, war es wieder Ruhe gewesen. Und das war für mich etwas ganz Unglaubliches gewesen. Eigentlich der verrückteste Morgenstreich in der sogenannten Nicht-Fasnacht. Wie hast du als kleiner Bub die Fasnacht erlebt? Ja, das allererste Mal als kleiner Vortragler ein Jahr bei der Lally, da bin ich 7 Jahre alt gewesen. Also du bist schon sehr früh, ja, quasi sehr früh unterwegs. Ich habe lieb getrommelt, aber das, meine Eltern waren beides total keine Fasnachtler gewesen. Und haben gefunden, ja, nein, also meine Mutter hat gefunden, Fasnacht macht man eh nicht. Ist so eine Snobby-Haltung gewesen. Und mein Vater hat gefunden, nein, das,
was wartest denn du? Wir gehen Skifahren, ist ja dort. Mhm. Und ich habe mich auf die Bauern gesetzt, natürlich. Mhm. Und habe etwas ganz Tolles empfunden. In meiner Clique, das war die Lally, die ich angefangen habe, bei einem Freund vom Vater, der mich dort hingebracht. Ich war Einzelkind und in einer Clique, in einer jungen Garten, hast du eine zweite Familie. Und darum halte ich heute noch wahnsinnig wichtig, die jungen Garten zu fördern. Mhm. Weil heute noch mehr, auch mit der Integration von ausländischen Kindern, die kriegen dort mit, was unsere Stadt bedeutet. Nicht nur die Fasnacht überhaupt, es ist ein Herd, das sie hebt. Und ich treffe heute noch meine junge Lenny von dort, die ja alle jetzt auch so alte Socken sind wie ich, also zwischen 60 und 80. Und wir treffen uns immer am Samstag vor der Fasnacht zu einer Suppe hier bei mir. Und das ist wie eine Familientreffen. Ja. Dann erzählt man, was so ein Jahr durchgegangen ist, und dann erzählt man wieder, weißt du noch dort und so. Mhm. Und das ist mir sehr, sehr viel näher als meine eigene Familie, als meine Cousins und so sind mir die Buben und Mädchen, die mit mir, das sind Gott sei Dank gemischte Glieder gewesen, die mit mir in der Lally aufgewachsen sind, ist eigentlich eine zweite Familie geworden. Du bist ja sehr bekannt in der Stadt. Gibt es auch mal einen Moment, wo du einfach mal an der Fasnacht für dich allein bist und die Fasnacht genießen kannst? Oder wirst du immer ständig von Leuten angesprochen? Ich meine, Sprüche sind Sprüche. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn es zu oben ist, dann ist man ein bisschen eher alkoholisiert. Es ist vielleicht nicht immer angenehm, wenn man mit Sprüchen bombardiert wird. Also aber ich habe so nie etwas Unangenehmes erlebt, dass man sie sagen. Ja. Ich glaube, Basler, vor allem Fasnachtler, wissen genau, wo die Grenzen sind. Also das finde ich etwas Tolles an der Basler Fasnacht. Das ist nie verletzend. Und mich hat das überhaupt nie gestört. Natürlich bist du als öffentliche Person, wirst du angegangen an der Fasnacht und jeder will irgendetwas und schnört mit. Das finde ich aber toll. Das habe ich gerne. Zum Genießen soll ich. Ja, finde ich. Und wenn ich es nicht will, dann habe ich einen schwarzen Mantel und eine Larve und kein Mensch kennt mich. Das ist das Schöne an der Fasnacht. Das ist schön. Beliebtes Ziel von der Wackis, denkt wahrscheinlich selber, oder? Also, die Wackis sind sehr viel sanfter geworden als früher. Ich weiß nicht, das kennt ihr, sind vielleicht alle zu jung. Aber es hat in Basel wirklich eine Drag Queen gegeben. Das war der Freddy Spielmann. Mhm. Und das ist Confiserie Spielmann, weil heute unter der Club Lugal ist. Ja. Und oben ist doch die grosse Terrasse. Und dort ist der Freddy raus mit dem Peggy, das war sein Lebensgefährt. Und beide in den grossen Pelzmantel und sie haben darauf gewartet, dass die Wackis kommen. Und dann haben sie die Wackis dort aufgeschossen. Orangen, 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 Orangen. Und der Freddy hat dann immer an einem Grätli, an einer Schnur, hat er eine Flasche Champagner oder Prosecco oder so abgegeben für die Wackis wegen. Und die haben natürlich weitergeschossen. Und hinten sind die Angestellten von der Confiserie Spielmann gegangen und haben alle die Orangen zusammengelesen und haben sie dann ausgedruckt, ein Jus gemacht. Und das hat das Orangensorbet für ein ganzes Jahr gegeben. Und das ist, ich glaube, heute ist, ist das gar nicht mehr möglich. Man darf gar nicht mehr so bängeln. Und so. Ja, vor allem treffen sie nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich muss sagen, das ist auch so etwas. Ich habe als Pfeifer hast du natürlich die Guggenmusik immer störend gefunden. Ich habe ja dann noch sehr lange Leitpfeife oder mit zwei Weibchen, also erste, zweite, dritte Stimme. Und wenn dann du im Barock bist und findest die wahnsinnig toll und dann kommt irgendwie und dann denkst du, ja nein, muss jetzt das sein? Wir mit unseren Hessen können wirklich zum Teufel wünschen. Und Wagen habe ich gefunden, ja nein, also was machen denn die? Aber ich habe ja die nur so gesehen, eben durch mein Larven durch. Und seit ich nicht mehr aktiv mache,
merke ich plötzlich, wie wahnsinnig vielfältig die Guckenmusiken sind. Ich bin erstaunt über die Disziplin in diesen Guckenmusiken. Und vor allem merke ich, dass es ganz verschiedene Varianten von Musiken gibt. Ja. Also verschiedene Arten. Das ist sehr verändert, ja. Und das finde ich phänomenal und großartig. Heute bin ich ein Fan. Mhm. Und bei den Werken ist es genau das Gleiche. Ich habe den mir genommen und habe einfach das Fernsehen schauen, wie so Wege gemacht werden. Und wenn du dann einmal dabei bist und gesehen hast, was alles dahinter steckt und auch wie die ein Kit haben untereinander, wie sie so einen Wagen machen, dann kriegst du wirklich, dann ziehst du den Hut. Mhm. Weil in den grossen Klicken gibt es immer noch 70% oder 80%, die am Freitag vor der Fasnacht gehen, wo ich Kostüm holen, haben keine Ahnung, was es eigentlich ist. Und am Sonntag, wenn sie die Laterne sehen, sagen sie, was spielen wir eigentlich aus? Aber bei Wagen oder eben bei Gucken ist ganz ein anderer Elan. Und das habe ich auch gemerkt, es sind Wägele und es sind Gucken, wo, wenn das Komitee etwas organisiert hat, das kannst du jede Frage vom Komitee oder jeden, sie haben immer gesagt, auf die Wägele kannst du zählen und auf die Gucken kannst du zählen. Und so ist es, auf die Gucken kannst du nicht unbedingt zählen. Was bedeutet dir die Fasnacht? Das ist für mich einfach alles. Es ist Weihnachten, Geburtstag und eine Fasnacht. Alles in einem. Und ich könnte nicht auf eine Fasnacht verzichten. Auch als nicht mehr Aktive. Ich brauche das. Ich will die ganz besondere Stimmung in dieser Stadt will ich fühlen. Und ich reise auch, wenn ich im Ausland bin, extra für das hierhin. Gibt es einen Moment, ich habe es zwar schon vielmal erzählt, sorry, ich erzähle es vielleicht noch einmal, wo so die Fasnachtsstimmung richtig stark ist. Also bei mir ist es meistens, fängt es an, wenn die Plakette im Auskopf ist. Es fängt richtig an, wenn der Vogel Griff ist, auch wenn es nichts mit der Fasnacht zu tun hat. Aber es ist so der Moment, wo ich weiss, jetzt geht es nur noch ein paar Wochen bis dorthin und dann fängt es richtig an zu kribbeln und dann, ja klar, natürlich, wenn man Wagen einwägen hat, dann bin ich unerträglich. Gibt es bei dir auch so einen Moment, wo du sagst, jetzt fängt es richtig, jetzt freue ich mich richtig. Ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt auf die letzten zwei Jahre. Ich rede jetzt aber nicht von den letzten zwei Jahren, sondern generell. Gibt es einen Moment, wo es richtig kribbelt? Früher hat man noch einen Stuben da gehabt vor der Fasnacht am Sonntag. Gibt es ja heute auch fast nie mehr. Gibt's oder ist das eher noch nicht so bei dir, das Gefühl? Doch, doch, das ist ganz stark. Also, das fängt bei mir halt an mit dem Monster. Das ist aber aus dieser Zeit, wo es halt gar nicht anders gegeben hat. Es hat einfach nur ein Zofingerkonzert und das Monster gegeben. Und beim Monster, wenn ich jetzt einmal im Monster hocke und von da noch kommt das, dann spüre ich die das Vorfasnachtsfieber. Alle immer davon reden. Das fängt bei mir dort an. Aber also am extremsten ist es für mich, und für mich ist das auch eigentlich der schönste Moment, also eine Stunde vor dem Morgenstreich. Und seit ich nicht mehr selber mache, kann ich das viel gelöster nehmen. Du hast mal nach dem Lampenfieber, und ich habe ja gesagt, dort habe ich Lampenfieber gehabt. Vor allem, wenn der Pfeife hast, selbst dritt, dann hast du gewusst, du darfst nicht ausfallen, es darf nicht passieren. Und so, dann hast du wirklich Lampenfieber. Aber heute kann ich schauen und finde, es ist ein bisschen, wie wenn man als Kind gewartet hat vor der Weihnachtsstube, bis Glöckli läutet und geheißen hat, so, jetzt gehen wir rein. Und dann, wow! Es hat überhaupt sehr viel Weihnachten und Fasnacht macht sehr viel gemeinsam. Das ist die schönste Erklärung, die ich bis jetzt gehört habe. Ja, das stimmt, ja. Wie Weihnachten. Gehen wir mal ein bisschen noch schnell in das Persönliche rein. Die nächste Frage ist vielleicht, du kennst ja schon jeden und alle, ist jetzt so, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer berühmten Persönlichkeit mal ganz oben lang zu plaudern, gut zu essen, kann auch schon gestorben sein. Wer wäre das für dich? Mit wem würdest du gerne mal einen richtigen tollen Abend verbringen? Es wäre eine tote Person. Ja, das macht nichts. Bei mir wäre es der Glenn Miller zum Beispiel. Ja, also zuerst bei mir ist es Callas.
Ich bin ein Wahnsinnsfan von der Callas und ich habe sie in Paris dann auch interviewen bei ihrer Drei, ziemlich kurz vor dem Tod. Und sie hat mir zwar nur 10 Minuten geben, aber sie hat mir doch eine halbe Stunde gegeben. Aber in dieser halben Stunde konnte ich nicht all das Zeug nicht fragen, was ich so furchtbar gerne gefragt hätte. Weil ihr Leben ist mich sehr, sehr tief gegangen. Die Frau war nicht einfach eine Sängerin oder eine Stimme, sondern die hat wirklich Kultur gemacht und Kultur gelebt und eine Geschichte gemacht. Sie hat eine griechische Tragödie gemacht. Und da hätte ich gerne mehr gewusst, auch über ihr Verhältnis mit Manassis und all das, wie das war. Wie sie gelitten hat, wo dann der Onassis sie einfach liegen und dann Kennedy genommen hat. Und in den 20 Minuten, die sie dort konnte, interviewen, habe ich die Frage natürlich, da ist es einfach vor allem ums Fachliche gegangen. Also ihre Rivalität mit der Tebaldi, die es übrigens gar nicht gegeben, das war auch etwas, was noch Zeitungen geschrieben haben. Sie hat gesagt, sie seien wunderbar befreundet gewesen. Aber von beiden war es eine gute Reklame gewesen. Also haben sie das, die Rivalität ausgespielt. Ja. Was wird schon Frauen nie verstehen können? An Frauen? Oder an Männern? Also an Männern verstand ich alles. An Frauen kann ich nicht verstehen, dass sie nicht mehr Frauen sein wollen. Das ist etwas, was ich als Schwuchtel oder als schwuler Mann merke ich doch, dass Männer, das merke ich übrigens, wie länger und wie älter ich bin und wie länger die Jahre jetzt werden, merke ich, dass die Männer Frauen suchen, die sie verstehen. Und Männer sind müde, zu kämpfen. Man erwartet immer vom Mann, dass er kämpft um eine Frau und so. Eine Frau sollte lernen wieder, das klingt jetzt wahnsinnig machohaft, aber eine Frau sollte wieder lernen, oder das Fühlen, dass ihre grosse Qualität dort liegt, wenn sie sanft auf einen Mann eingehen kann und nicht gleichberechtigt durchsetzen will, ihre Gleichberechtigung, die sie ja hat. Denn wenn sie nur gleichberechtigt wäre, wäre es schlimm. Eine Frau ist, das darf ich sagen, als Schule für mich immer mehr wert gewesen als ein Mann. Aber heute gehen sie auf eine Basis, wo ich finde, jetzt gibt es, jetzt müssen wir Achtung geben. Gerade mit den ganzen Ausdrücken, jetzt mit den Genderausdrücken, all dem, das ist die Frau auf einem schlechten Weg. Und ich begreife nicht, dass sie es nicht spürt. Sehr schön gesagt. Was erhoffst du? Ja, das sagst du natürlich als Mann. Nein, ich meine das also. Nein, es ist wirklich sehr schön gesagt, muss ich sagen. Ja. Was erhoffst du dir vom 2022? Ja, da hoffe ich mir, dass endlich einmal das Scheissvirus vorbei ist. Aber das werden wir wahrscheinlich lang dürfen hoffen. Und wir müssen einfach lernen, so zu leben, wie es jetzt ist. Was hast du von dieser ganzen Pandemie, jetzt, die wir hier haben, die letzten 2 Jahre mitgenommen für dich? So? Also die Verlangsamung, das finde ich schon spannend und faszinierend. Ja. Hast du eine spiessige Eigenschaft? Spiessig? Ja, spiessig. Gibt es etwas, also deine spiessigste Eigenschaft? Was habe ich jetzt spiessig? Ich kaufe Fingernägel, das ist schon spiessig genug. Und eigentlich sonst nicht. So nein, ich weiß es nicht. Weißt du, wenn man jetzt den Christoph gefragt hat, hat er gesagt, ja, das und das und das. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn platzt denn dir einmal der Kragen? Platzt drüber überhaupt was einmal? Für platzt wahnsinnig viel. Also von das habe ich dann schon das Temperament von meiner Mutter. Aber ich bin jemand, der sehr schnell explodiert, bei Unprofessionalität. Ja.
das vertrage ich nicht. Also wenn ich mit einer Kippe irgendetwas muss machen muss, oder auch im letzten Samstag haben wir Auftritt gehabt im Vorteil. Und da war auch ein Orchester gewesen, und dann hast du einen einfach ohne Covid-Zertifikat bekommen, das kannst du ja machen. Nein. Aber dann musst du dich testen lassen. Wir waren eine halbe Stunde vor dem Auftritt und der ist nicht reingekommen, wenn der Rasser mit Recht nicht hat, reingekommen. Und dann haben wir das ganze Programm auf den Kopf stellen, damit er noch rasch testen können. Das ist halt erst am zweiten Tag gekommen. Aber für uns ist das alle eine Belastung war. Und da explodiere ich dann schon. Also das ist dann also eine Unprofessionalität, das vertrage ich nicht. Hast du Angst vor dem Älterwerden? Nein, um Gottes Willen, schau mich mal an. Hallo. Du siehst immer noch aus wie 30. Ja, also das ist genau das. Ist das. Ich sehe aus wie 80 und ich fühle mich wie 100. Ich sage das und ich bin glücklich. Ich bin ja immer auf ältere Männer gestanden. Ich habe alte Leute, finde ich etwas Wunderbares. Ich finde junge Leute toll, aber alte Leute haben mehr zu sagen. Das ist schön, ja. Jetzt kommen wir zum letzten Block noch. Das sind Schlagwörter. Einfach so mit einem Satz. Was dir einfach so. Oder wie jetzt zum Beispiel das erste ist Basel, oder was bedeutet dir das? Basel ist meine Wurzeln und mein Hafen und mein Fels. Und ohne Basel könnte ich nicht sein. Zürich? Überschätzte Provinz. Zauberlädeli? Ja, wunderbar. Kindheitserinnerungen. Durch Zucker nach Senf geschmeckt hat, wunderbar. Jetzt leider nicht mehr. Alles nicht mehr. Fred Spielmann? Fred Spielmann war für mich sehr wichtig, weil er ein Vorkämpfer war für Schwule. Dank Fred Spielmann ist Schwulsein in Basel eigentlich etwas ganz Normales gewesen. Und wir haben in dem Basel, dank Freddy und dank Leuten wie der Freddy, haben wir eigentlich nie irgendwie Probleme gehabt. Im Gegensatz zu Zürich oder Bern oder so. Basel war sehr viel offener gewesen. Danke und Freude. Der Grippeesel Hugo. Ja. Das ist unglaublich, den kennt jeder. Ich glaube, die ganze Stadt kennt den Hugo. Ja. Hat's den die ganze Geschichte ist von A bis Z so. Aber die hast du ja schon tausendmal erzählen müssen. Ja. Die wollen alle immer wieder hören. Ja, sie ist schön. Aber sie ist von A bis Z so passiert, wenn ich es dann erzähle. Okay. Ja. Molekularküche. Hass. Schrecklich, also, oder? Es ist, mit Stickstoff kochen oder so. Nein, also, ich muss sagen, ich habe das natürlich denen genossen und bin in so ein Restaurant gegangen, wo sie das zelebriert haben. Aber ich bin dann immer wieder mit Hunger raus und habe gefunden, nein, das braucht es jetzt nicht. Wie gesagt, Rösti mit Spiegelei 100-mal besser. Aschenplatz? Da meine ich jetzt nicht unseren Aschenplatz. Der Aschenplatz, du meinst unser Schlusspunkt. Also das ist jetzt natürlich wirklich ein grosses Thema. Und ich hoffe, dass sich das lösen lässt, dass wir beide unsere Asche können auf unserer Insel, auf dem Platz, wo wir uns eingerichtet haben, oben am Haus, dass wir dort können, uns dann im Winter beruhen. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte. Letzte noch, Fasnachtsvirus. Ja, der ist halt immer da. Also, ich hoffe fest, dass der Covid-Virus die Gäbe ausmacht. Mhm. Und ich hoffe fest, dass der Fasnachtsvirus vor allem jetzt beim Nachwuchs umso mehr kommt. Ja. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Minu, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spass gemacht wie mir. Ich habe ein irrsinniges Interview gefunden. Und ihr wisst, morgen gibt es wieder ein neues Fenster. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dorthin alles Gute, bleibt gesund und adieu miteinander.